Hallihallo und willkommen zurück zum Flur des Grounds. Ja, des Grounds. Wir müssen ja hier einige Sachen erledigen. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr so genau, was überhaupt. Wir haben Bücher, wir haben Bretter, eine Druckerpatrone und ein Hebel. Wozu war der Hebel nochmal? Oder der braucht eine Münze. Okay, Geld haben wir noch nicht gefunden. Das heißt, wir gehen hier einfach noch mal um die Ecke. Ach ja. Nee. Okay, die Bücher kommen dann nicht rein, aber hier ist tatsächlich eine Notiz, die wir übersehen haben, von Igor Kalt. Dieser Klugscheißer aus 223 murmelt immer wieder was von einem Rezept, einer Medizin, die ihn hierher gebracht hat und ihm erlaubt, zurückzukehren. Ich denke, dass er möglicherweise Geräte aus dem Labor gestohlen hat. Nun, jetzt nicht mehr. Nicht, seit Ethan das digitale Schloss installiert hat. Eine Medizin, um von hier fortzukommen, das klingt langsam verlockend. Also langsam, ich will ja nichts sagen, aber langsam? Aber im Ernst, wie hat es ihn überhaupt hierher gebracht? Ist das alles echt oder ist das alles nur verrücktes Gerede von Drogenabhängigen? Gute Frage. Also ein paar Drogen bei dem Spiel wären jetzt vielleicht auch nicht so verkehrt. Ja, ich denke mal, hier müssen wir irgendwie einen Scheinwerfer einsetzen. Gut, aber wo geht's jetzt weiter? Ach ja. Die Kombination, haben wir die eigentlich schon bekommen? Ja, tatsächlich. 3406, alles klar. 3. Okay. Ist eigentlich auch egal, welche Richtung. 406. Doch, kann ich. Ja, komm, zähle ich mich so. Okay. Ja, ne, mein Herz pocht schon schneller. Wir gehen mal rein. Da liegt jemand. Mein Herz pocht noch schneller. Okay, auf die Plätze, fertig. Los. Kissen, nichts Interessantes. Das sah aber tatsächlich doch ein bisschen anders aus. Huch. Nein. Ich wünschte, man könnte sich hier so ein bisschen umdrehen. Ach, guck mal, hier kommen die Bücher wahrscheinlich rein. Ein paar Bücher wurden erst kürzlich entfernt. Ich frage mich, ob sie irgendwie wichtig sind. Das frage ich mich natürlich auch. So, ich denke mal, wir brauchen noch mehr Bücher. Aber zumindest müssen wir die nicht mehr mit uns rumschleppen. So, was haben wir denn hier? Es sieht so aus, als gäbe es hier früher ein Wort mit 5 Buchstaben. Ich frage mich, was es war. Okay, da werden wir wahrscheinlich noch einen Hinweis bekommen. Ansonsten finde ich sowas auch immer total interessant. Oh. Ich weiß, wer ich bin. Immer und immer wieder. Es muss schrecklich sein, es nicht zu wissen. Ja. Also, ich glaube, es ist tatsächlich sehr schlimm, wenn man keine oder wenn seine eigene Identität nicht anerkannt wird, wenn die weg ist, wie auch immer. Okay, muss ich hier ein Blatt reinmachen? Nee. Kann ich auch nichts mitnehmen. Ach, es gibt kein Farbband. Naja, das ist ja jetzt die Druckerpatrone. Der sieht aus wie ein Dosenöffner hier. Okay, gibt's. Ein Selbstporträt von Samara. Müssen wir das hier anordnen? Gute Frage, was hier wohin kommt. Ach, das Teil ist richtig. Weil ich würde sonst sagen, dass das hier nämlich eine Ecke ist. Aber
auch nicht. Aber das kann ich nicht verschieben. Lauter Linsen. So, wollen wir uns doch mal ein bisschen an den Formen da oben orientieren. Nö. Ah. Doch. Ist der einrasten? Aha. Dann. Nee. Natürlich alles wild durcheinander. Nee, macht keinen Sinn. Das auch nicht. Ach so, das ist schon. Das heißt, sie haben noch drei Blätter. Oh, komm schon. Ich kann nicht erkennen, was das sein soll. Ich hätte erst gedacht, es ist Samara, aber denken ist manchmal nicht so meine Stärke. So, gucken wir mal hier. Aha. Den vielleicht hier drauf? Da. Nee. Ich glaube, hier fehlt noch das Gesicht. Komm schon, wo willst du hin? Nee. Ja. Vielleicht brauchen wir wirklich erst noch ein anderes. Weil das sieht ja hier schon aus wie ein halbes Gesicht. Okay. Es sieht so aus wie, ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Mhm. Komm im Club. So, liegt denn hier noch was auf dem... Liegt denn noch was auf dem Boden? Nee. Ich habe erst gedacht, wir können die Blätter aufnehmen. Da können wir auch nicht ran. Okay. Dann, ja, gehen wir wieder raus. Ich wollte hier nur mal gucken. Wir können ja hier irgendwann, glaube ich, auch durch. Aber da fehlt ein Schlüssel. Ja, hier fehlt auch der Schlüssel. Gucken wir mal auf die Karte. Hier vorne ist noch was zu tun. Ach, warte mal. Ich habe doch den Schraubenzieher. Den Schraubendreher. Und wir haben einen Wasserchip und den Buchstaben M. Okay. Den Wasserchip. Wo war denn dieses Gerät mit dem... Gab es nicht irgendwo so einen Wasserkanister? Ich weiß es nicht mehr. Kann auch sein, dass das im anderen Spiel war. So, ich gehe mal hier rein und mache den Buchstaben M hier hin. Okay. Wir brauchen noch weitere Buchstaben. Dann müssen wir wieder hier vorne hin. Aber warte mal, was hat sie reingeschrieben? Ich glaube, dass das Wort Heck überstrapaziert wird. Dennoch, es könnte sich als nützlich erweisen, zu wissen, dass Cola Farbe entfernen kann. Heck. Das sind vier Buchstaben. Cola, vier Buchstaben. Hm. Das hatten wir ja gesehen mit der Statue und so weiter. Boomhex. Gut, was ist denn hier noch zu tun?
Ach, der Spiegel, wo kommt denn der auf einmal her? So, drehe die Spiegel und richte beide Strahlen auf die Mitte. Toll. Klingt nach einer spannenden Aufgabe. Ich nehme mal an, hier auf diesen beide. So einfach. Mal, können wir den hier? Nee. Das heißt, der geht da drauf und geht. Nee, geht da nicht. Ist nach unten. So. Den kann ich drehen. Nutzt mir aber nicht viel. Das heißt... Boah, das lässt sich hier so schwer mit der Maus ziehen. Kann ich die auf einen? Na komm schon. Ah, ich krieg's nicht hin. Der, aber das wäre, glaube ich, zu einfach. Oh. Okay, manchmal denkt man viel zu kompliziert. So, ein Puzzleteil. Oh nein. Und ein Sonnenemblem. Das Puzzleteil, war das nicht drüben in dem anderen Gebäude? In der Kuppel. Wartet mal. Ja, hier ist es nämlich nicht. Ja, hier. Nee, hier? Ja, hier. Genau, das meine ich nämlich auch. Hier war das. Unglaublich. Setze das Mosaik zusammen. Ja, haben wir ja schon gemacht. Und was haben wir bekommen? Nadel und Faden. Kann man immer gut gebrauchen. Okay, ich weiß zwar noch nicht wofür. Für den Teddy. So, lege die Embleme an ihren Platz. Toll, die Sonne habe ich natürlich gerade nach oben gemacht. Ja. Dann haben wir hier die Katze. Engel? Achso, das geht gar nicht. Der Fisch, der muss auf jeden Fall ins Wasser. Okay. Ist ein bisschen gruselig, Holzteil. So, eine Seite haben wir zumindest schon mal geöffnet. Das haben wir noch... Nee, die haben wir doch auch schon fertig. Das ist ein Tor. Ein Holzteil. Oh, ich habe keine Ahnung. Es sind so viele Schauplätze. So, hier sind wir fertig. Hier war das mit dem Hebel. Sehr gut, jetzt fehlt noch einer. Einsetzen müssen wir da aber nichts. Ist schon mal gut. Und dann gehen wir mal hier hin. Wasserspender. Ach. Ja, klar, hier ist der Teddy.
So, den müssen wir mitnehmen, um in das Zimmer zu legen. Und das Teil konnte man doch irgendwie noch aufmachen. Warte mal. Nee, hier konnte man das hinlegen. Kleiner Schlüssel, sieht aus wie ein Knochen. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Nee, hier ist immer noch was zu tun. Mal kleiner Schlüssel. Ach ja. Dreht sich nicht, muss abgeschlossen sein. Ja, passiert. Komm, passt du da rein? Nee. Nee, da könnt ihr auch nichts einsetzen. Ich guck noch mal hinter dem Schreibtisch. Ah, ist hier. Ja, es macht... macht auch Sinn. Charles Laudius ist einer dieser großen Geister und er sah Ähnlichkeit in mir. Ich werde das Budget haben, das ich will. Vielleicht das größte Budget, das ein Psychiater je hatte. Was mich natürlich de facto zum Besten in der Branche macht. So viele große Geister, so viele Theorien, aber sie alle sehen nicht das Offensichtliche. Wir können diesen Menschen kein Glück bereiten. Erst wenn wir ihnen beibringen, was Glück ist. Nehmen wir diesen Rorschach-Test zum Beispiel. Warum sollte ich mir ihr Geplapper anhören, wenn ich weiß, was jeder Fleck bedeutet? Er klingt arrogant und beängstigend. Irgendwie sogar beängstigend. Ja, doppelt hält besser wahrscheinlich. Es sieht so aus, als hätte er zu diesem Zeitpunkt einen Drink genommen, was vielleicht etwas davon erklären könnte. Es beginnt so auszusehen, als hätte Charles Laudius im Grunde genommen die Kontrolle über die Dark Falls Anstalt übernommen, die Direktoren gewechselt und Christopher freie Hand gegeben. Hat er es getan, nur weil Dahlia hier war? Warum? Tja, gute Frage. Nächste Frage. Leerer Papierordner. Das kann ich noch mitnehmen. Blaupause wollte ich gerade sagen, aber wir sind ja hier nicht im Survival Game. Ein Scan einer Statue. Also dieser Statue, die war dann wahrscheinlich im Büro der Direktorin. Warte mal, wo war das? Hier war das. An die Wand pappen können. Ach, wusste ich doch. Und ich brauch's noch nicht mal anmachen, das Licht ist an. Also manchmal ist es große Sachen gar nicht mal so verkehrt. Gerade bei den Energiepreisen heute. Ist das die gleiche Statue? Das kann nicht sein. Sie sehen unterschiedlich aus. Ja, echt? Stimmt. Bisschen. Ist da jetzt noch eine dritte Statue von? Dann würde das Drillingssyndrom erklären. Sieht aus wie eine Art Sicherheitsscan, wie am Flughafen. Es ist definitiv die gleiche Kiste, aber die Statue sieht bei jedem Scan anders aus. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich mit der machen soll. Nichts. Okay, wir gehen nochmal zurück. Hier haben wir noch ganz viel zu erledigen. Leerer Papierordner. Ach ja. Sie lässt sich nicht bewegen. Ich glaube, die Heckenschere wird uns da auch nicht weiterbringen. Der sein können. Schön. Okay. Wenigstens habe ich Zugang zu Wasser. Trübes, gruseliges Wasser. Okay, wenn wir welches brauchen. Ich gucke mal, ob ich den nass machen kann. Nee, das funktioniert aber nicht. Teddy waschen. Wasserchip. Es ist schon so gut gemacht, das Spiel. Gehen wir mal hier hin. Nach unten müssen wir ja nicht mehr. Ach ja. Aber ich glaube, hier haben wir doch alles getan.
Hier können wir wieder so ein Key pressen, sozusagen. Aber hier müssen wir nicht hin. Und ich glaube, hier müssen wir auch nicht hin. Nee. Warum sollen wir hier hin? Nee. Das haben wir ja gelöst, das Rätsel. Ich frag mal Samara. Ach, die Laterne. Eine eigentümliche Dekoration. Ich frage mich, ob alle Lampen die gleiche haben. Ach du, das frage ich mich auch jetzt, wo du es sagst. Die Symbole kommen mir irgendwie bekannt vor. Ich schreibe sie besser auf. Man weiß ja nie. Ja, da war ja noch dieses eine Bild. Ich verstehe. Gut, dann gucken wir mal hier, ob hier nämlich auch sowas ist. Nee. Ich brauche Armbänder, aber Armbänder haben wir noch nicht gefunden. Hier auf der Lampe ist nichts und hier auch nicht. Da geht's rein. Aber hier, alles klar. Nächste Symbol. Ja, das mit dem Schnee auf den Bänken sieht gut aus, aber ich glaube, das muss man nicht wegmachen. Das ist irgendwie ein bisschen verwirrend, finde ich. Weil man immer denkt, oh, ich kann da noch hin. Ich kann da unbedingt noch was machen. So, da muss ja hier auch noch eine Lampe sein. Mal. Stimmt, aufs Dach waren wir. Auf dem Dach waren wir noch nicht. Nee, da kommen wir nicht hin. Ach ja. Kleber. Wo haben wir den Kleber? Ich glaube, den habe ich schon wieder weggeschmissen. Gut. Können wir nichts machen. Wie konnte man denn hier aufs Dach? Abgeschlossen. Ja, schade. Ach, warte mal, hier ist doch der Wasserspender. Ich wusste, es gibt einen. So, die gesamte Farbe ist trocken und alle Lösungsmittel verdunstet. Aber den Wasserspender müssen wir tatsächlich nicht machen. Okay, hier gibt es Strom. Ja, das werden wir, glaube ich, noch rausfinden. Mich an die Laterne? Nee. Ach, Moment, ich habe doch eine Heckenschere. Hier, das kann ich doch bestimmt wegschneiden. Ich, ohne Karte. Ich wäre so aufgeschmissen. Darkfalls Asylum. Greenhouse in Memory of Headmaster Sean Epperson. 1911 bis 1927. Headmaster. Epperson, der 16. Das Gewächs nach. Das Gewächshaus ist nach Sean Epperson benannt. Ach nein, er ist nicht 16, er war von 1911 bis 27, alles klar. Gut, Hinweise. Das war dann der erste. Tyler Cooper der zweite. Daniel Prick hat die Anstalt und 42. Jeffrey, Abriel, Jessica und Christopher war der letzte. Ja gut, da fehlen aber noch welche. Gucken wir mal. Hier hin. Ach, hier im Zimmer. Genau, da kommt doch der Teddy hin. Hier auf dem Stuhl. Oh Gott. Das ist auch wie so ein Traum. Ach Gott. Da kam gerade, boah, Gänsehaut. Ein alter Dollar raus. Dankeschön, Samara. Dann gehen wir doch mal zurück zum Automaten. Ziehen uns mal. Und ziehen uns mal. Und ziehen uns mal eine kaputte Flasche. Was war denn das? Ich habe es gar nicht richtig gesehen. Ah. Eine Cola, eine blaue. Weiß nicht, ob ich die trinken würde. Eine blaue Cola ist dann doch ein bisschen zu viel. Okay, wir haben eine Cola und wir wissen ja, Cola macht Rostflecken weg. Jetzt frage ich mich aber gerade, wo waren denn noch Rostflecken? Papierordner, warte mal, kommt der hier rauf?
Geh weg. Geh weg. Ah, hier. Ey, die Zeichnung sieht sehr präzise aus, als hätte jemand etwas kopiert. Schauen wir doch mal, was das sein kann. Fürs Bücherregal. So, die Zeichnung sieht ziemlich spezifisch aus. Habe ich das schon irgendwo anders gesehen? Das Muster auf den Büchern sieht so aus, als könnte es Teil der Zeichnung sein, die ich gefunden habe, aber nicht alle. Fehlen etwa einige Bücher? Gute Frage. Denke mal schon. Ach, hier ist immer noch was zu tun. Aber hier konnten wir ja nichts machen, weil uns das Wort fehlt. Da oben konnte ich auch nichts. Ich denke, es fehlen noch einige Bücher. Ich will ja nichts sagen, aber fehlen jetzt einige Bücher oder nicht? Ja. Machen wir hier erstmal den Geigenbogen. Der kommt noch da. Ach, die müssen. Es müssen noch 5 Bücher sein, damit wir den Code bekommen, denke ich mal. Also, das Teil ist jetzt unten. Passt das überhaupt hier hin? Nee. Ist überhaupt nicht dahin. Weg. Ah, warte mal, ich guck noch mal. Nicht der Richtige. Der ist der Richtige. Und der kommt dann da drauf. So, das heißt. Oh nein. So, dann der. Genau. Der kommt weg. Nein, ach. Code. Entschuldigung. So, dann brauchen wir das Muster hier, diese komischen. Hier Ecke. Ja. Naja, so richtig. Gerade ist es scheinbar nicht. So, die mache ich jetzt mal weg. Und den auch. So. Ich muss mal gucken. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Dann bräuchte man das Zeichen. Nee, nee, ich glaube, das ist nicht richtig hier. Einer ist zu viel. Es geht dann da runter. Geht so schräg runter, das ist das aber das ist doch doppelt gemoppelt. Tja. Kommt das Blümchen hier? Und dann wäre das Teil. Was? Dann kommt das Teil. Kann man gar nicht so richtig erkennen. Der Bogen ist. Doch, der Bogen ist richtig. Gut, aber das ist nicht richtig. Also, das würde jetzt bedeuten. Hier erkennen. Ich glaube, der ist hier falsch. Oh, was natürlich richtig blöd ist. Der muss weg.
Nee, der muss nicht weg. Ach, das ist doch jetzt nicht wahr. Ja, vielleicht falsch. Aber das ist doch so schräg. Also, der Bogen ist ganz. Dann ist das schräg. Ganz. Der muss vielleicht weg. Mal aber. Da sind die Blümchen dran. Und das ist ja hier auch. Dann der. Hier ist auch noch ein Bogen. Dann habe ich den falschen Bogen. Nee. Ich überspringe. Raytag. Okay, es war doch der andere Schlüssel. Nee, war es nicht? Ach, das ist ja die Lösung. Naja, aber ich will nichts sagen. Nee, das hätte ich dann. Da hätte ich, glaube ich, noch eine ganze Weile für gebraucht. Okay, das Wort heißt Mercy. Oder Merci. Nee, obwohl Merci schreibt man mit ihr am Ende. Also, warte mal, ich mache mal dahin, ich mache dahin. Und dann, wir brauchen Z. Und das. Huch. No. Computer sagt nein. Was, keine Notiz, kein gar nicht? Warum bin ich jetzt hier am Anfang? Ich weiß es nicht. So, was können wir denn jetzt machen? Ach so, das kann ich rausnehmen. Das Farbband für die Schreibmaschine. Ach Mensch, ich bin auch manchmal ein bisschen dröselig. So, was muss ich jetzt schreiben? Nichts. Vielleicht, wenn ich jetzt eine leere Seite einfüge, sehe ich, was die Schreibmaschine versucht zu sagen. Leere Seite habe ich nicht, habe aber einen leeren Papierordner. Naja, es scheint ein Code zu sein. Aber was die Schreibmaschine uns sagen will, das werden wir, glaube ich, erst beim nächsten Mal rausfinden. Ja, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.